Die Menschen selbst zerstören einander. Menschen spalten sich in Stämme, in Nationen und Klassen. All diese zerstörerischen, spaltenden Vorgänge. Warum leben die Menschen nach einer so langen Zeit der Erfahrungen, warum leben sie immer noch nach dem gleichen Schema? Was stimmt da nicht? Was ist mit Herz und Verstand des Menschen geschehen nach diesen Millionen von Jahren? Wissen Sie, dass das Vorhandensein einer Ursache auch die Möglichkeit beinhaltet, dass sie ein Ende hat? Man kann die Ursache körperlicher Schmerzen beenden, wenn man sie entdeckt. Auch die Ursache psychologischer Störungen und Leiden kann man entdecken und beenden. Und der gegenwärtige Verfall, all die Gefahren, ist all das das Ergebnis all dieser Jahrtausende? Sind also dieses Durcheinander und Elend eine Folge der Suche nach Sicherheit? Ist das die Ursache? Man braucht Sicherheit im materiellen Bereich. Aber gibt es im psychologischen Bereich, gibt es im Innern überhaupt Sicherheit? Man mag danach suchen. Liegt nicht die Ursache dieses Durcheinanders in dieser Idee, in diesem Konzept, dass jeder von uns eine getrennte Wesenheit ist? Es ist möglich, dass das Verlangen nach Sicherheit die Vorstellung von der Individualität hervorgebracht hat. Die Idee vom Ich und Du, wir als Gruppe gegen eine andere Gruppe. Ist das die Ursache? Oder gibt es noch eine andere Ursache? Ideen, Ideale. Das heißt, die eigentliche Substanz des Wissens. Ist gespeichertes Wissen die Ursache? Wissen ist notwendig. Man braucht Wissen, wenn man Auto fahren, eine Sprache lernen will, wenn man in der Elektronik arbeiten will. Aber was ist mit dem psychologischen Wissen, das durch Generationen hindurch gespeichert wurde? Ist das die Ursache? Liegt es vielleicht daran, dass Wissen psychologisch in Vorstellungen übertragen wurde, in meinen und Ihren Glauben? Wenn Sie daran interessiert sind, warum wir im Psychologischen, im Innern, sozusagen unter der Haut, warum wir zu den gefährlichsten Wesen auf Erden geworden sind. Würden Sie dem zustimmen, dass Ihr Gehirn das Ergebnis von Zeit ist? Im Säugling ist es noch klein, aber während es wächst, sammelt es Kraft und Vitalität. Das ist der menschliche Prozess. Und dieser ist uns allen gemeinsam. Es ist das Gehirn der ganzen Menschheit, das leidet, das entwirft, kalkuliert, Vorstellungen erzeugt, Götter erschafft. Das Ganze ist uns allen gemeinsam. Die Zeit ist das Muster, nach dem das Gehirn lebt. Beobachten Sie Ihr eigenes Gehirn, wie es handelt, wie es denkt. Ist diese sich ausbreitende Grausamkeit des Menschen, sein Verhalten, seine Eitelkeiten, seine Brutalität allem gegenüber, ist all das verursacht durch das Denken? Denken und Wissen gehen Hand in Hand. Wissen kann niemals vollständig, allumfassend sein. Daher bleibt es immer im Schatten der Unwissenheit. Es gibt kein vollständiges Wissen über irgendetwas. Sie müssen vom Denken Gebrauch machen, wenn Sie ein Auto fahren. Denken, wenn Sie geschäftlich tätig sind. Im Büro, in der Fabrik oder zu Hause, wenn Sie kochen. Wenn das Denken die Ursache ist, dann kann das Denken auch beendet werden. Und mit dem Ende gibt es einen neuen Anfang. Ein Anfang, der etwas ganz anderes ist als das, was das Denken zusammengefügt hat. Lassen Sie uns gemeinsam gehen und herausfinden. Auf demselben Weg, auf demselben Pfad, nicht auf Ihrem oder meinem Pfad, sondern auf dem Pfad der Intelligenz. Diese Intelligenz geht einher mit der Entdeckung der Ursache. Mit der Entdeckung der Ursache ist die höchste Intelligenz da, die ihrer wahrhaftigen Natur nach mitleidige Liebe ist. Wahre Freiheit gibt es nur, wenn die ganze psychologische Struktur des Organismus von allen Mustern befreit ist. Frei ist von allem, was andere unserem Geist und unserem Herzen auferlegt haben. Es geht nicht nur um heute oder morgen. Dies erfordert eine unaufhörliche Erforschung und Beobachtung. Man braucht sehr viel Geduld. Ungeduld ist Zeit. Geduld ist zeitlos. Geduld bedeutet Beobachtung. Sorgfältige, kritische Schritt-für-Schritt-Beobachtung. Das ist Geduld. In dieser Beobachtung gibt es keine Zeit. Wenn Sie aber ungeduldig sind, voranzukommen, dann laufen Sie voraus, ohne den Anfang zu verstehen. Für den analytischen Vorgang ist Zeit notwendig. Analyse bedeutet,
dass zwischen dem Analytiker und dem Analysierten eine Teilung besteht. So kommt es zu einer dauernden Interpretation zwischen den beiden, wo der eine den anderen beurteilt, ihm seinen Machteinspruch aufzwingt und so weiter. Das beinhaltet nicht nur Zeit, sondern auch eine dauernde Spaltung zwischen den beiden. Und diese Spaltung ist eine unserer Prägungen, nämlich die Annahme, dass sich der Analytiker vom Analysierten grundsätzlich unterscheidet. Aber ist das wirklich so? Ist nicht der Analytiker auch das, was er analysiert? Wenn ich meine Angst analysiere, wie weiß ich überhaupt, dass es Angst ist? Weil ich mich an eine frühere Erfahrung der Angst erinnere, in meinem Gehirn ist diese gespeichert, und wenn dann eine Reaktion stattfindet, sage ich, es ist Angst. Wenn man also erkennt, dass die Analyse diese Teilung aufrechterhält, nämlich, dass sich das Ich, der Beobachter, vom Gegenstand des Beobachtenden unterscheidet, wir sprechen über den psychologischen Bereich, natürlich unterscheiden sie sich von einem Baum, aber im Psychologischen bedeutet diese Teilung Konflikt. Im Psychologischen ist diese Teilung der Versuch, etwas zu sein, was man nicht ist, und daraus resultiert Kampf. Das ist die Schablone, in der das Gehirn lebt. Der analytische Vorgang bringt überhaupt keine Freiheit, im Gegenteil. Analyse erhält den Konflikt aufrecht. Und Geist und Gehirn müssen sich im Dauerkonflikt verschleißen. Sie sind niemals neu, entfalten sich niemals, sind immer im Konflikt. Die Analyse verhindert also die klare Beobachtung. Aber Beobachtung ist viel wichtiger, als einen analytischen Verstand zu haben. Wir haben die Fähigkeit der Beobachtung verloren, aber wir haben die Kunst der Analyse ausgebildet. Wir beobachten niemals klar und unverzerrt, was in unseren Köpfen und Herzen vor sich geht. Unser Herz und Verstand sind so entstellt, so korrupt. Und wir meinen, diese Entstellung und Bestechlichkeit kann man durch die Analyse korrigieren. Aber gerade diese Verzerrung kann durch die Analyse nicht gelöst werden. Es kommt darauf an, zu beobachten, die Aktivität von Herz und Geist zu beobachten. Diese Beobachtung wird verhindert, wenn Verzerrungen existieren, irgendeine Ausrichtung, wenn es irgendein Motiv gibt. Das erfordert einen außerordentlich wachsamen Geist. Unser Geist ist der uns allen gemeinsame Geist, ist das uns allen gemeinsame Gehirn, das sich durch die Zeit entwickelt hat. Und seit Jahrtausenden ist es in einer bestimmten Richtung tätig. Und wir setzen das auf dieselbe Weise fort. Und wenn Sie sehen, wie der Mensch zerstört, sich selber und die Erde und die Luft, die Natur und die Tiere, dann fühlen Sie eine große Verantwortung in sich. Denken ist der Vorgang, der aus dem Wissen kommt. Erfahrung, Wissen, Gedächtnis, Denken, das ist eine Bewegung, ein Vorgang. Es ist nicht so, dass man zuerst Erfahrung erwirbt, dann Wissen, dann das Gedächtnis, dann denkt. Es ist eine einheitliche Bewegung, ein einheitlicher Vorgang, der sich dauernd und in derselben Richtung vollzieht. Ist das die Essenz, die wahre Ursache? Nicht das Individuum, nicht das Bedürfnis nach Sicherheit, sondern dieser Vorgang des Denkens selber. Unsere Liebe, unsere Zuneigungen, unsere Erinnerungen, das Erschaffen von Vorstellungen, das alles ist gedanklicher Vorgang. Und unsere Beziehungen miteinander sind unsere Gedanken. Wenn wir kein Wissen besäßen, wären wir unfähig, überhaupt zu denken. Es gibt kein vollständiges Wissen über irgendetwas, aber es gibt ein vollkommenes Verstehen von etwas, das jenseits all dessen ist, wenn das Wissen aufhört. So ist unser Denken, das aus dem Wissen geboren wird, begrenzt. Deshalb sind unsere Handlungen beschränkt. Unsere Beobachtungen sind beschränkt, solange der Denkvorgang weiterläuft. Wenn ich sie analytisch beobachte, analytisch untersuche, dann ist diese Analyse ein Denkvorgang und deshalb müssen meine Beobachtung und Schlussfolgerung beschränkt sein. Man muss große Demut haben, wenn man beobachtet. Nicht ich weiß und will deswegen beobachten. Demut ist Freiheit von dieser Sicherheit. Unser Elend, unsere Kriege, die Trennung zwischen den Menschen, zwischen den Religionen, die Trennungen zwischen den Berufen, die Teilung, die durch den Vorgang des Werdens entsteht, all das ist gedanklicher Vorgang. Jeder versucht, etwas zu werden, materiell, physisch etwas zu werden, wetteifernd, grausam, zerstörerisch, das kann man sehen.
Und man kann es vermeiden, dieses Spiel mitzuspielen. Aber es ist etwas ganz anderes, das auch psychologisch zu erkennen. Psychologisch sind sie dauernd im Werden. Deshalb gibt es Konflikt, Kampf, Streit und so weiter. Dieses Werden ist der Vorgang des Denkens. Wenn man sich mit einem anderen psychologisch vergleicht, indem man sagt, wie intelligent, wie liebevoll, wie rücksichtsvoll sie sind und so weiter, und dann versucht man auch so zu werden. Sich zu vergleichen ist ein gedanklicher Vorgang. Was geht nun in Ihrem Geiste vor sich, wenn Sie diese Aussage hören? Man beobachtet nicht sofort, was in einem selber vor sich geht, sondern der Verstand macht sofort eine Idee daraus und dann setzt man sich mit dieser Idee auseinander. Aber die Wirklichkeit ist etwas anderes als die Idee. Das Wort Leiden ist etwas anderes als das wirkliche Leiden. Geist, Verstand und Herz, die in Wirklichkeit alles eins sind. Sie wurden durch Zeit, durch Kultur und durch Religion dazu geprägt, etwas werden zu müssen. Und in diesem Werden liegen Wettstreit, Kampf, Rücksichtslosigkeit, Gewalttätigkeit und so weiter. Wenn Sie das hören, ist es für Sie wirklich so oder nur eine Idee? Ist es eine Idee oder ist es eine Tatsache? Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, denn wir sind geistig immer nur mit Ideen befasst. Und nicht mit Tatsachen, psychologisch gesprochen. Im Psychologischen formt das Gehirn sofort einen Begriff aus einer Tatsache, was dann ein Ideal wird und so weiter. Wenn man hingegen wirklich beobachtet, erkennt man, dass die Tatsache wichtiger ist als die Idee. Und mit der Tatsache kann man umgehen. Man kann mit der Tatsache etwas anfangen, aber man kann nicht auf die Idee einwirken, außer, dass man mehr Behauptungen und Meinungen bezüglich der Idee aufstellt. Und dem folgen dann die Ideologien und das Übrige. Tatsache ist, dass jeder von uns auf verschiedene Weise versucht, etwas zu werden. Nicht nur in der Außenwelt, sondern in erster Linie auch im Psychologischen. Das Innere bestimmt das Äußere. Wenn das also die Ursache ist, kann man dann in dieser Welt leben, ohne psychologisch etwas zu werden. Was nicht heißen soll, dass sie sind, was sie sind. Wenn also das Werden die Ursache ist, und eine Ursache hat immer ein Ende, und ist dieses Werden der gedankliche Vorgang? Man will sich selber erkennen. Selbsterkenntnis. Sehen Sie diesen Irrtum. Wenn man sich selber erkennen will, fängt man an, sich zu analysieren. Man beginnt zu beobachten, in Frage zu stellen. Doch ist gerade diese Beobachtung, dieses Fragen, dieser ganze innere Vorgang, der Vorgang des Werdens. Jegliche Bewegung des Geistes, etwas zu werden oder nicht zu werden, es ist ein und dasselbe. Denken ist ein zeitlicher Vorgang. Denn Zeit ist notwendig, um Wissen zu erwerben. Um Wissen durch Erfahrung, Erlebnisse, Unfälle, Kommunikation zu erwerben. Dieses Wissen ist gedanklicher Vorgang. Ich habe die Erfahrung gemacht, dir gestern begegnet zu sein. Es wird vom Gehirn registriert. Wenn ich dich heute sehe, erinnere ich mich und erkenne, dass du dieselbe Person bist. Gedanke ist Materie. Wissen wird in den Gehirnzellen gespeichert. Die Gehirnzellen sind Materie und sie enthalten unsere Erinnerungen. Deswegen ist auch Gedanke Materie. Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was jenseits liegt. Auch die Astrophysiker, die den Himmel erforschen, es ist immer noch Materie. Die Wissenschaftler arbeiten mit dem Denken. Und Gedanke selber ist Materie. Und diese Materie ist das Ich. Ich kann also in mir selber forschen, was viel tatsächlicher ist und eine ungeheure Eigenschaft von Disziplin erfordert. Und dann wird es möglich, unendlich viel weiterzugehen. Wenn also Gedanke Materie ist und Gedanke hat das ganze psychologische Gebäude aufgebaut, meine Ängste, meine Verzweiflung, Depressionen, meine Stimmungen, meine Liebe, Gedanke hat alles aufgebaut. Meine Gefühle, meine romantischen Träume, meine Tagträume, das ist alles. Es fällt den sogenannten frommen Leuten schwer zuzugeben, denn sie behaupten, dass in ihnen etwas Spirituelles sei. Dass sie Seelen haben oder das Göttliche oder dieses oder jenes. Aber das ist alles nur Gedanke. Das höhere Bewusstsein, das niedere Bewusstsein und alles Übrige, das ist immer noch gedanklicher Vorgang, der etwas außerhalb erschafft. Kann man also in der Welt leben, ohne dass der gedankliche Vorgang
die Struktur des Werdens aufbaut. Denn sie können nicht viel weiter gehen, solange diese psychologische Struktur besteht. Das ist natürlich und logisch. Denn solange ein Zentrum besteht, das ansammelt und im Werden ist, ist dieses Zentrum die Essenz des Denkens. Und ein Geist, der nicht frei ist, nicht frei von der psychologischen Struktur, die der Gedanke aufgebaut hat, ein solcher Geist kann unmöglich weitergehen. Er kann sich selber betrügen. Er kann in Illusionen leben. Ideen und Ideale sind der Hintergrund, von dem aus wir handeln. Ob diese Ideen nun persönlicher Art sind oder in Jahrhunderten entwickelt wurden, einschließlich jener Ideen, die von organisierten Religionen sanktioniert werden, immer leben und bewegen wir uns mit Ideen. Ideen können Symbole sein, können Erinnerungen, Erfahrungen, Schlussfolgerungen sein. Ideen schaffen Werte. Werte, die befriedigend sind, wünschenswert, die wünschenswert, gewinnbringend oder bedeutungsvoll sind. Nachdem wir diese Werte, die auf Ideengründen geschaffen haben, handeln wir gemäß dieser Wertvorstellungen. Und diese Werte werden durch das Denken hervorgebracht. Wenn wir uns das genau anschauen, dann erkennen wir, dass unser ganzes Leben Handlung ist. Sprechen, gehen, denken, wissensgemäß handeln, Verantwortung, Freundschaft, unser ganzes Dasein ist Handlung. Gleichgültig, ob die Handlung von Werten gelenkt wird oder aus Erfahrung oder den Sanktionen der Gesellschaft, Kultur oder Religion stammen. Das also ist das Muster unserer Existenz. Jeder Mensch schafft sich seine eigenen Werte, unterscheidet, was für ihn wichtig, unwichtig ist, was wertvoll ist und was nicht, was wohltuend und wünschenswert ist und so weiter. Unsere Handlungen gründen immer entweder auf alten Erinnerungen und Werten oder gegenwärtigen Werten oder zukünftigen Idealen. Das, was sein sollte, das, was war und das, was ist. So wird unser Tun zu einer andauernden, fortlaufenden Bewegung, eine Bewegung aus der Vergangenheit in die Gegenwart, die sich modifiziert und so in die Zukunft fortsetzt. Unsere Handlungen gründen immer auf der Vergangenheit. Es gibt keine spontane Handlung. Jeder redet heutzutage von mehr oder weniger spontaner Handlung, aber diese spontane Handlung gibt es gar nicht. Im Wesentlichen gründet alles auf alten Erinnerungen, vergangenen Werten, die sich laufend verändern, aber im Wesentlichen in der Vergangenheit wurzeln. Deshalb gibt es keine spontane Handlung. Was ist rechte Handlung? Handlung, die nicht vergangenheits- oder wertbezogen ist, weil das die Handlung einschränkt. Denn die Vergangenheit und die Werte entspringen dem Denken, das das Ergebnis des Wissens ist. Heutzutage meinen wir haben Freiheit zur Handlung, weil man tun kann, was man will. Diese Freiheit führt mehr oder weniger zu diesem augenblicklichen Chaos, wo jeder genau das tut, was er mag. Deshalb muss man selber entdecken, was rechtes Tun ist, das nicht auf Konzepten beruht, nicht auf Idealen oder Wertvorstellungen beruht. Ihre Vorurteile prägen ihr Denken. Egal, ob diese Vorurteile durch die Kultur entstanden sind oder durch die Religion angenommen wurden, solche Handlungsweise gründet im Wesentlichen auf Wertvorstellungen. Um entdecken zu können, was rechtes Handeln ist, muss man wirklich frei von allen Wertvorstellungen sein. Rechte Handlung bedeutet eine Handlung, die gleichbleibend ist, unter keinen Umständen abweicht, genau ist, nicht auf irgendeiner romantischen, sentimentalen Vorstellung gründet. Ein Geist, der an eine Idee gebunden ist, an ein Konzept, an eine Wertvorstellung oder an eine Person. Und eine Handlung, die einem solchen Geist entspringt, muss immer korrupt sein. Wenn man an eine Person gebunden ist, wird diese Bindung die eigene Handlungsweise ganz offensichtlich bestimmen. Wenn man an einen Glauben gebunden ist, wird die eigene Handlungsweise glaubensgemäß und daher korrupt sein. Es gibt ein Handeln, das unter allen Umständen korrekt ist. Und zwar, wenn man die Tatsache des wirklichen Geschehens beobachtet, ohne jegliche Verzerrung. Wenn Sie beobachten, dann ist die Tatsache das, was tatsächlich als Bindung geschieht und die Konsequenzen dieser Bindung. Wenn Sie all das beobachten, ist der Beobachter dann etwas anderes als das Beobachtete? Wenn Sie zornig sind, dann gibt es in dem Moment des Zorns keinen Unterschied zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. Erst eine Sekunde später kommt es zur Spaltung.
Ich bin wütend gewesen. Sie erkennen das Gefühl des Zornes, weil Sie es früher schon hatten. So entsteht die Spaltung in dem Moment, wenn sich der Beobachter von dem trennt, was er beobachtet. Wenn Sie das erkennen können, werden Sie allen Konflikt ausschließen können. Denn der Konflikt besteht zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. Wo es Bindung gibt, muss es Korruption geben. Wenn Sie Ihrer Frau verhaftet sind, dann ist Korruption unausweichlich, weil Korruption Angst bedeutet. Angst zieht Hass nach sich, Konflikt, Eifersucht, was alles Ausdruck von Korruption ist und nicht der Akt der Liebe. Wenn Sie jetzt sagen, ich erkenne das, ist der Erkennende dann etwas anderes als das, was er erkennt? Wo Spaltung ist, muss Konflikt sein. Das ist ein Gesetz. Konflikt ist Korruption. Und wir leben seit jeher mit dieser Norm, mit diesem Muster, dass der Denker sich vom Gedachten unterscheidet. Deshalb versucht der Denker dauernd, die Gedanken zu beherrschen. Aber der Denker ist das Gedachte. Wenn man also seine Bindungen beobachtet, sei es an eine Person oder ein Möbelstück, dann stellt sich die Frage, ob die so gebundene Person etwas anderes ist als die Bindung selber. Sobald es keine Spaltung und daher keinen Konflikt gibt, endet der ganze Vorgang des Verhaftetseins. Wenn Sie das Verhaftetsein beobachten, ist es Intelligenz. Intelligenz, die den ganzen Vorgang beobachtet. Es ist nicht Analyse. Wo also Intelligenz ist, gibt es auch rechtes Handeln. Intelligenz ist nicht Wissen, ist nicht gespeicherte Information. Es gibt ein Handeln, das völlig heil ist. Das bedeutet, kann der Mensch, der in dieser Welt lebt, kann er mit dieser Intelligenz leben. Diese Intelligenz wird aus Einsicht geboren. Einsicht bedeutet, den Gesamtvorgang, zum Beispiel Ihres Verhaftetseins, sofort zu erfassen. Das ist das Wesen der Intelligenz. Diese Intelligenz gehört weder Ihnen noch mir. Darum handelt sie immer korrekt. Das Gehirn ist das Ergebnis von Zeit. Es hat sich durch Jahrmillionen von der primitivsten zur höchst komplizierten Zelle entwickelt. Das bedeutet Zeit, Evolution. Und das Gehirn funktioniert innerhalb der Schablone von Zeit. Das Gehirn arbeitet nach diesem zeitlichen Vorbild. Gestern, heute und morgen. Die Sonnenaufgänge und die Sonnenuntergänge. Ich werde sein, ich hoffe zu sein, ich will werden. Das ist die Bewegung der Zeit. Ich freue mich, dich morgen zu sehen. Das ist Zeit. Hoffnung haben bedeutet Zeit. Wir sprechen hier über die innere Zeit des Geistigen und des Gehirns. Das Gehirn, das Teil des Geistigen ist, handelt und denkt in den Begriffen der Zeit. Und wir leben immer noch nach diesem Vorbild seit Millionen von Jahren. Und wir führen es weiter fort. Wir leben nach diesem Muster. Wenn die Zeit nicht aufhört, dann wird dieses Muster immer und immer wieder wiederholt werden. Zeit ist Denken. Gibt es nun eine Möglichkeit, mit diesem Muster zu brechen? Einsicht gehört nicht der Zeit an. Ich habe Einsicht in mein Verlangen, in meine Wünsche, in den Vorgang des Verlangens. Man kann den Vorgang des Verlangens analysieren, untersuchen und so zu einem Schluss kommen. Oder aber man kann den ganzen Vorgang des Verlangens beobachten. Dann ist gerade diese Beobachtung eine Einsicht und die gehört nicht der Zeit an. Sie sind an das eine oder andere gebunden. Können Sie damit sofort Schluss machen? Wenn Sie es augenblicklich machen, ist das Ende der Zeit. Wenn Sie aber sagen, ich will mich damit befassen, ich werde es analysieren, ich will sehen, ob es richtig oder falsch ist, ob es so oder so sein sollte, dann wiederholen Sie das Muster. Es ist von so großer Bedeutung, dass die Zeit aufhört, weil das die wahre Freiheit ist von dem, was gewesen ist. Zeit kann enden, wenn man unverzerrt beobachtet, wenn man beobachtet, was tatsächlich vor sich geht, die wirklichen Reaktionen in einem selber, Reaktion auf Bindung, warum man gebunden ist und was die Konsequenz der Bindung ist. Wenn man das alles sofort im Ganzen erkennt, hört die Zeit auf. Um in diese Vielschichtigkeit einzudringen, muss der Geist frei von allen Verhaftungen sein, darf er sich an nichts hängen. Denn wenn man sich an etwas hängt, wenn man auf eine spezielle Religion festgelegt ist, auf ein spezielles Denksystem,
auf eine Methode oder einen Glauben, dann führt diese Festlegung selbst zu einer Verfälschung. Daher kann ein Geist, der festgelegt ist, ein solcher Geist kann unmöglich darauf eingehen, entdecken, ob der Geist sich selbst verändern kann. Es ist sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren, weil jeder Mensch sich auf etwas festlegen möchte. Er fühlt sich in dieser Bindung sicher. Und wenn Sie an jemandem hängen, einer Person, dann können Sie deutlich sehen, wie die Korruption beginnt. Denn im Anhaften steckt Angst, Hass und Sorgen. Das Gleiche gilt, wenn man an einer Idee, einem Glauben, einem Konzept hängt, an einem speziellen Bild oder Symbol einer Religion, dann ist Korruption unvermeidbar. Einer der Faktoren dieser Korruption ist Autorität. Ist es möglich, sich selbstständig zu sein? Denn unser Gehirn wurde so geschult und hat sich entwickelt, dass es Autorität akzeptiert. Nicht nur die äußere Autorität des Gesetzes, welche notwendig ist, sondern auch psychologische Autorität. Wir sind Sklaven dieser Autorität geworden. Wir werden gesteuert, geformt, stillschweigend geduldet von denen, die sagen, wir wissen es, wir haben es erreicht, wir können ihnen sagen, was sie tun müssen, folgen sie uns. Wir führen sie in den Himmel, wir retten sie aus ihren Sünden und was sonst noch so gesagt wird. Ein solcher Geist kann niemals frei sein. Können wir diese klare Tatsache hören? Denn wir meinen, wir können nicht allein stehen. Wir wollen uns immer auf jemand stützen. Können wir sehen, dass wenn wir uns auf andere stützen und Trost suchen, dass sich dann unsere Gehirne auf eine geistige Autorität verlassen? Kann dieses Gehirn sich augenblicklich selbst von dieser Autorität befreien? Können Sie beim Zuhören die Folgen sehen, wenn man Autorität im Äußeren akzeptiert? Die Autorität Gottes, des Gottes, den das Denken erfunden hat, und die Autorität der weltweiten Priesterschaft, die sagt, ich helfe Ihnen, das Ziel zu erreichen. Wenn Sie so eine Autorität akzeptieren, erzeugt dies garantiert Unordnung. Nicht nur Unordnung in Ihnen selbst, sondern auch die Unordnung, die verschiedene Obrigkeiten erzeugt. Unordnung bedeutet Konflikt. Dieser Konflikt, der immer der Wunsch ist, etwas zu werden. Niemand auf Erden kann Sie von Ihrem Kummer befreien, von Ihrer Angst. Nur Sie können das tun. Ordnung ist absolut notwendig. Es gibt keine relative Ordnung. Es gibt nur Ordnung oder Unordnung. Entweder ist vollkommene Ordnung da oder nur Unordnung. Es gibt nichts dazwischen. Was dazwischen ist, ist Unordnung. Das Wort Kosmos bedeutet Ordnung. Das Universum ist geordnet. Wir Menschen leben in Unordnung. Die Natur ist geordnet. Aber wenn der Mensch in die Natur eingreift, erzeugt er Unordnung, weil er in sich selbst in Unordnung ist. Unordnung und Ordnung kann es nicht gleichzeitig geben. Ein ungeordneter Geist findet nicht zur Ordnung. Also müssen wir herausfinden, was Unordnung in uns erzeugt und nicht danach suchen, was Ordnung ist. Ein ungeordneter Geist kann nie entdecken, was vollkommene Ordnung ist. Sehen Sie, was der Mensch getan hat. Er weiß wahrscheinlich tief im Unbewussten, dass es über nichts jemals vollständiges Wissen geben kann. Also sagt er, Gott, was immer das ist allmächtig, allwissend. Und da er seine Grenzen kennt, dass sein Wissen immer begrenzt sein muss, erschafft er etwas, das allwissend ist und müht sich ab, es zu erreichen. Erkennen Sie das Spiel? Ist das Denken für die Unordnung verantwortlich? Das Denken hat den Gegensatz erschaffen. Eine Tatsache ist, was gerade geschieht. Tatsache ist, dass Menschen gewalttätig sind. Das ist eine Tatsache. Aber das Denken sagt, ich muss gewaltlos werden. Das Gegenteil von dem, was ist. Darum gibt es einen Konflikt. Aber wenn es keinen Gegensatz gibt, ist nur dies da. Dann kann man sich damit befassen. Mit Tatsachen kann man immer fertig werden, aber nicht mit Nicht-Tatsachen. Kann der Geist, der bis jetzt in Gegensätzlichkeit, also mit Nicht-Tatsachen, gelebt hat, das heißt, Gewalt ist eine Tatsache. Gewaltlosigkeit ist keine Tatsache. Das Ideal ist keine Tatsache.
kann also der Geist Leben schauen, nur die Tatsache beobachten, ohne sich von der Tatsache zu entfernen. Denn sich entfernen bedeutet zu unterdrücken, zu versuchen, darüber hinauszugehen, was zu vermeiden. Wir fragen, wie betrachten Sie die Tatsache? Es gibt nur die Tatsache, kein Gegenteil. Die Tatsache ist also das alles Wichtige, nicht wie Sie die Tatsache deuten. Wer eine Tatsache deutet, deutet sie gemäß seinem bisherigen Wissen. Wer eine Tatsache deutet, entfernt sich daher von der Tatsache. Es ist ein Betrachten ohne einen Deutenden, ohne einen Erklärenden, ohne einen Beobachter. Wenn es eine Trennung zwischen dem Deutenden und der Tatsache gibt, erzeugt das ganz eindeutig einen Konflikt. Um also den Konflikt zu beenden, darf es keinen Deutenden geben. Dann gibt es nur reines Beobachten. Wenn reines Beobachten da ist, gibt es keine Tatsache. Solange der Deutende etwas tut, erzeugt er die Tatsache. Aber wenn der Deutende, der Erklärende, der Beobachter nicht da ist, existiert auch die Tatsache nicht. Die Tatsache ist Gewalt. Das nehme ich als Beispiel. Was ist Gewalt? Nachahmung, Anpassung, Vergleichen, Ärger, Hass, Eifersucht, Angst, Sorgen, das sind alles Tatsachen. Depression, Stolz, Leid, all das sind Tatsachen. Ist es eine Tatsache, weil das, was jetzt geschieht, Sie an etwas Vergangenes erinnert? Angenommen, ich bin gierig. Das Wort Gier, dieses Wort ist nicht die Tatsache. Aber indem ich das Wort Gier verwende, habe ich sie erkannt, weil ich dieses Wort früher schon benutzt habe. Wenn wir wiedererkennen, was wirklich geschieht, nennen wir das Tatsache. Indem Sie etwas einen Namen geben, haben Sie es wiedererkannt. Und damit haben Sie es in die Vergangenheit versetzt. Gibt es ein Beobachten ohne das Wort? Denn sobald der Vorgang des Wiedererkennens, des Denkens beginnt, ist es keine Tatsache. Ich bin wütend. Und im Augenblick der Wut ist nur dieses Adrenalin aktiv. Ein paar Sekunden später sagt das Denken, ich war wütend. Und das ist das Wiedererkennen von etwas, das in der Vergangenheit passiert. Deshalb sind jetzt Vergangenheit und Gegenwart im Konflikt. Kann man also ohne das Wort beobachten? Kann man ohne den Deutenden beobachten? Ohne den Denkenden, der sagt, ich erinnere mich, das ist schon mal passiert. Was passiert, ist noch nie passiert. Es ist nur eine Erinnerung, aus der heraus Sie sagen, es ist wieder passiert. Das Muster, welches der Geist, das Gehirn und damit das Denken geschaffen haben, lebt seit undenklichen Zeiten in diesem Konflikt. Das ist seine Ursache. Und was eine Ursache hat, kann beendet werden. Die Ursache ist die Trennung zwischen dem tatsächlichen Geschehen und dem, was nicht geschehen sollte, dem Ideal. Deshalb ist das Ideal keine Tatsache. Niemals. Nur das, was wirklich geschieht. Was tatsächlich geschieht, ist meine Angst, meine Furcht, meine verzweifelte Einsamkeit. Und wenn man diese Einsamkeit beobachtet, sagt das Wort, ich weiß, was es heißt, einsam zu sein, weil ich das in der Vergangenheit erfahren habe. So ist die Vergangenheit mit der Gegenwart im Konflikt. Gibt es also ein Beobachten ohne die Vergangenheit? Dann ist die Tatsache nicht. Es ist der Deutende, der Denkende, der Erklärende, der Beobachter, der die Tatsache erschafft. Die Tatsache ist, ich bin wütend. Weil ich das mit Worten und Ideen zuschütte, gebe ich dem Bedeutung und verstärke. Sobald ich aufhöre, das Vergangene hineinzubringen, verschwindet es. Tun Sie es. Die Ursache der Unordnung ist der Konflikt zwischen dem, was gerade geschieht, und dem, was sein sollte. Wenn es keinen Gegensatz gibt, wie Gewaltlosigkeit, muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was ist. Der Mensch hat in Unordnung gelebt und er hat nach jemand gesucht, eine äußere Instanz, der diese Unordnung klärt, politisch, wirtschaftlich, religiös. In dem Augenblick, da er das tut, erzeugt er die Trennung. Wo Trennung ist, muss Konflikt passieren. Wenn Sie zweifeln und das Innere Ihrer Herzen ergründen, die Tiefe Ihres Geistes, dann erforschen Sie Ihren eigenen Geist. Dann zweifeln Sie an Ihren eigenen Vorstellungen, Ihren eigenen Werten und Idealen.
dann ist der Geist stets in aktiver Beobachtung und forscht und schürft daher sehr, sehr tief. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, so zweifeln Sie bitte. Bitte haben Sie einen Geist, der in Frage stellt, der nie akzeptiert, weder Ihre eigenen Erfahrungen noch die eines anderen. Denn wir wollen das ganze Wesen des Menschen untersuchen und anschauen. Wenn es recht ist, werden wir die Frage untersuchen, wie unser Wesen beschaffen ist und gemeinsam darüber nachdenken, was wir sind, was Ihr Bewusstsein ist. Mit dem Wort bewusst meinen wir Ihre Einstellungen, Ihre Meinungen, Ihre Beurteilungen, Ihre Vorurteile, Ideale, Ängste, Vergnügungen, alles, was Ihr Dasein ausmacht, Ihre Mutmaßungen, Ihre Illusionen, Ihre Ideen. All das ist unser Bewusstsein. Warum misst der Mensch dem Vergnügen eine solche Bedeutung bei? Warum sind Sie ständig und fortwährend auf der Suche nach Vergnügen? Nicht nur sexuellem Vergnügen, mit all seinen Bildern, vergangenen Ereignissen, Erinnerungen, die ein Bild erschaffen und dann dem Bild nachlaufen. Und das Vergnügen am Besitz, an weltlichen Dingen oder Besitz bestimmter Werte, Erfahrungen, Wissen, daran liegt großes Vergnügen. Und es liegt Vergnügen darin, anderen zu helfen. Und das Vergnügen an der Macht, sowohl körperlich als auch geistig, die Macht sogenannter außersinnlicher Wahrnehmung, die Macht und das Vergnügen, Menschen zu dominieren, ihr Leben zu lenken. Warum sind die Menschen vom Anbeginn der Zeit diesem speziellen Lebensaspekt viel mehr nachgegangen als anderen? Dem Vergnügen des Suchens und Findens, dem Vergnügen Gott zu suchen, was immer das bedeutet. Dem Vergnügen enorme Kontrolle über den eigenen Körper oder Geist zu haben. Die beständige Beherrschung, was auch großes Vergnügen bereitet. Es gibt sehr viele Formen von Vergnügen. Gibt es ein Ende des Vergnügens? Oder wird Vergnügen, wenn man es sich versagt, gewalttätig, aggressiv und nimmt andere Formen an? Allein durch die Ablehnung dessen, was Sie wollen. Welche Beziehung besteht zwischen Vergnügen und Verlangen? Welche Beziehung besteht zwischen Verlangen, Vergnügen, Wollen und Liebe? Sehen Sie, um welche Erfahrungen es auch geht, ich persönlich habe alles in Zweifel gezogen. Besitz, Geld, ich habe das nicht glücklicherweise. Einen Status, ich habe keinen. Persönlich verabscheue ich all diese Dinge. Aber man muss sehr, sehr tief erforschen, wenn man herausfinden möchte, ob es eine letzte Wahrheit gibt, eine letzte Quelle, einen letzten Grund. Einen letzten Grund, aus dem alles Leben hervorging und noch davor. Wenn man darauf sehr intensiv eingehen und feststellen will, ob es so etwas gibt, dann muss man von allen Illusionen frei sein. Illusion ist so lange da, wie Verlangen, Vergnügen, Furcht und Kummer da sind. Also werden wir das Wesen von Verlangen untersuchen, das unser Leben beherrscht. Verlangen nach Macht, nach Verstehen, nach höchstem Glück, nach Gott, dieses innere Feuer, das man Verlangen nennt, diese Flamme der Unzufriedenheit. Denn solange Unzufriedenheit nicht verstanden wird, nicht enträtselt ist, nicht zusammengebrochen ist, so dass man entdecken kann, was hinter Unzufriedenheit und Verlangen steckt, solange wird man zwangsläufig Illusionen erzeugen. Illusionen in unseren Beziehungen, Illusionen im Hinblick auf das, was Wahrheit ist und ob es etwas jenseits aller Zeit gibt. Warum können die Menschen dieses Problem des ständigen Verlangens nicht lösen? Den ständigen Drang, der Verlangen nach Erfüllung ist, das Verlangen, sich mit etwas zu identifizieren. Und wird dieses Verlangen nicht erfüllt, entsteht das Gefühl von Feindseligkeit, Bitterkeit, Ärger und alle möglichen anderen Reaktionen. Können wir es lösen ohne Unterdrückung, ohne Identifizierung mit etwas Größerem, was die Mönche in der ganzen Welt tun? Das heißt, die Mönche in der ganzen Welt haben wie jeder andere Mensch Verlangen. Aber die Mönche identifizieren sich mit Jesus, Krishna, Buddha oder was immer. Das Verlangen richtet sich
auf eine Idee, einen Begriff, aber es bleibt Verlangen. Mönche und Priester in der ganzen Welt haben alles versucht, Verlangen zu unterdrücken, davon frei zu sein. Sie haben sich körperlich gepeinigt, gefastet, sich isoliert, haben nie eine Frau oder einen Mann angesehen, nie die Natur, die Schönheit der Hügel, der Flüsse und der Gewässer angesehen, weil all das Verlangen hervorruft. Verlangen, wollen, Vergnügen und Handeln. Die meisten unserer Handlungen sind, wenn sie sich dessen bewusst sind, vom Wollen gesteuert. Ich will dies tun, ich will jenes werden, ich will dies nicht tun, ich sollte das tun. Ich will meditieren. Ich will diesem Menschen folgen, keinem anderen. Wollen ist Teil unserer Gewalttätigkeit. Um das Wollen zu verstehen, müssen wir sehr genau das Verlangen untersuchen, weil das Wollen der Kern des Verlangens ist. Wie entsteht Verlangen? Und warum spielt es in unserem täglichen Leben eine so wichtige Rolle? Sei es ein besseres Haus, bessere Lebensumstände oder eine innerliche Veränderung, das ist der ständige Kampf. Was also ist Verlangen? Hat es etwas Wertvolles? Nicht etwas zu werden, sondern zu erblühen. Die Schönheit des Erblühens ist etwas anderes als das Bestreben, etwas zu werden. Hat Verlangen etwas Schönes? Oder ist es immer mit Kampf, Unzufriedenheit, Bitterkeit, Angst verbunden? Lernen, wie wir es heute kennen, heißt unendlich viel Wissen anzuhäufen und aus dem Wissen heraus zu handeln. Das nennen wir Lernen. Bücher zu lesen, zur Schule, Hochschule oder Universität zu gehen, wenn Sie Glück haben, oder durch Ihr Handeln zu lernen. Beides ist das Gleiche. Zur Schule gehen, zur Hochschule, Universität, lernen, lernen, Informationen sammeln, Wissen sammeln und mit dem Wissen hinaus ins Leben gehen, als Jurist, Geschäftsmann, Koch, Zimmermann, Ingenieur, Wissenschaftler, Physiker oder hinausgehen ohne Wissen, handeln und dadurch lernen, was das Gleiche ist. Beides ist Ansammlung von Wissen und das nennen wir Lernen. Das ist unsere Konditionierung. Unser Gehirn ist konditioniert auf dieses Ansammeln von Wissen und Handeln. Es gibt eine ganz andere Art zu lernen. Sehen Sie, Ihr Geist ist niemals still. Gelegentlich vielleicht. Er ist niemals so still, dass Sie vollkommen beobachten. Nicht nur den Himmel und die Schönheit der Erde, sondern dass Sie auch still, ohne jede Gedankenregung, die ganze Struktur Ihres eigenen Geistes beobachten, Ihres eigenen Wesens. Wenn Sie es so beobachten, ohne Motiv, ohne Richtung und ohne Verlangen, dann ist dieses Beobachten eine Einsicht. Dann ist dieses Beobachten eine Einsicht und kein Ansammeln von Wissen, sondern ein Lernen, unmittelbar und augenblicklich aus dem zu handeln, was Sie beobachtet haben. Unser Gehirn ist an dieses Wissen gewöhnt, darauf trainiert, konditioniert. Wissen ist unerlässlich für das Handeln geworden. So sind unsere Handlungen immer unvollständig, weil unser Wissen immer unvollständig ist. Also muss jede Handlung, die aus dem Wissen kommt, bruchstückhaft sein. Bedauern erzeugen, Kummer, Verletzung, Unterwürfigkeit, Anpassung, Nachahmung, Vergleichen. Gibt es also ein Handeln, das all dies nicht ist? Ein Handeln, das nicht aus der Erinnerung entsteht? Ich sage, ja, es gibt ein solches Handeln. Dieses Handeln ist augenblickliches, unmittelbares Wahrnehmen und Handeln. Vorsicht, die meisten von uns glauben, wir können unmittelbar handeln. Ich muss sehr behutsam hierauf eingehen. Sehen wir zuallererst, dass Handeln aus Wissen immer begrenzt ist, weil Wissen begrenzt ist. Und auch Denken ist begrenzt. Jede daraus erwachsene Handlung muss immer bruchstückhaft sein. Das ist offensichtlich. Gibt es ein Handeln, das absolut vollständig ist, kein Bedauern kennt, nicht zurück- oder vorausblickt, keine Anstrengung braucht, vollkommen harmonisch? Das gibt es. Das ist die Kunst des Beobachtens, die Kunst des Sehens. Und das ist nur möglich, wenn es da kein Vorurteil gibt, keine Richtung, kein Motiv, sondern nur Wahrnehmung. Kann man ohne Motiv beobachten, ohne dem Beobachten eine Richtung zu geben, einfach nur zu beobachten?
Zu beobachten, dass es sinnlos ist, spirituelle Autorität zu akzeptieren. Ich nehme das als Beispiel. Zu beobachten, was das dem menschlichen Geist angetan hat, was das in der Welt verursacht hat, die Spaltung, die hierarchische Sicht des Lebens. Sie kennen die ganze Struktur und wissen das alles. Man muss keine Bücher lesen, Buddhismus, Hinduismus und Christentum erforschen und dann zu dem Schluss zu kommen, dass alle mehr oder weniger dasselbe sind. Ich meine etwas anderes, auch keine Analyse, sondern wahrzunehmen. Sie müssen wahrnehmen, dass das Akzeptieren spiritueller Autorität die Freiheit zerstört. Ohne Freiheit gibt es kein Beobachten. Wenn Sie auf diese Weise beobachten, zeigt sich im Augenblick des Beobachtens das ganze Wesen der Autorität. Weil der Geist absolut frei ist und enorme Energie und Fähigkeit zum Beobachten hat. In diesem Beobachten gibt es keine Autorität. Und das bedeutet Einsicht, und diese Einsicht ist Intelligenz, der Wesenskern des Lernens. Und jetzt machen wir genau dasselbe beim Verlangen. Die Frage ist, wie entsteht Verlangen? Die Objekte des Verlangens können wechseln. Wir wollen ein besseres Haus, jemand anderes will einen besseren Partner, bessere Position, ein neues Spielzeug, einen neuen Guru, ein neues was auch immer. So wechseln die Objekte des Verlangens andauernd. Hier sprechen wir nicht über die Objekte des Verlangens, sondern über das Verlangen selbst. Was ist der Ursprung, das Wesen des Verlangens? Sehen, berühren, Gefühl. Die Frau sehen oder das Haus, das Auto, sehen, visuell wahrnehmen, Kontakt, berühren, fühlen. Dann malt sich das Denken aus, wie man in dem Haus lebt, wie es ist, mit dieser Frau oder diesem Mann zusammen zu sein, wie man das Auto fährt und darin sitzt. Dann beginnt das Verlangen. Das heißt, wenn ein Gefühl entsteht, die Sinne aktiv sind, erzeugt das Denken das Bild und in dem Moment entsteht das Verlangen. Warum erzeugt das Denken Bilder? Warum entwickelt es Symbole, Ideen, die ganzen Vorgänge mit den Bildern? Bilder, die das Denken von zwei Menschen erzeugt, so vertraut sie auch sind, zwischen Mann und Frau. Jetzt geht es darum zu lernen. Es heißt, sehen, Kontakt, fühlen, ohne die Beteiligung des Denkens. Die Reaktionen werden lebendig, wenn man etwas Schönes sieht, es berührt, wahrnimmt. Wenn Sie das nicht haben, ist etwas nicht in Ordnung. Ist etwas nicht in Ordnung mit Ihrem Nervensystem? Ihr Körper hat kein Feingefühl, keine Lebendigkeit. Also bis zu diesem Punkt ist alles bestens. Dann kommt das Denken daher, erzeugt ein Bild. Verlangen regt sich, wird erfüllt, Vergnügen entsteht und man will mehr. Wenn das Denken das selbst erkennt, dann wird aus dem Verlangen etwas ganz anderes. Wo Verlangen ist, mit den Bildern, die das Denken erzeugt, entsteht das Streben nach Vergnügen. Und wenn Vergnügen verhindert wird, entsteht Angst, Feindseligkeit oder Gewalt. Das ist die Wurzel der Gewalt. Befasst man sich eingehend mit dem Beenden der Gewalt und dem Verstehen von Vergnügen und Verlangen, dann entdeckt man, dass Freude etwas ganz anderes ist als Vergnügen. Wenn Sie die Berge ansehen, die Hügel und den Schnee, den wunderbar blauen Himmel, die Schneefelder auf den Bergen, die Täler und Gewässer, die Strahlen und das Leuchten des Tages. Das ist Freude. Was ist darin falsch? Es ist wunderbar, das zu fühlen. Aber das Denken sagt, hoffentlich ist das auch so, wenn ich morgen wiederkomme. Die Freude wird zu einer Erinnerung. Und die Erinnerung wird zum Vergnügen, weil Sie ein Bild aus dem wunderbaren Morgen gemacht haben und an dem wunderbaren Morgen als Erinnerung festhalten. Warum sollte man die Schönheit eines Morgens überhaupt aufzeichnen? Man freut sich über diesen Morgen, die Stille, die Ruhe. Jedes Blatt lebt und die Bäume bewegen sich, dieses außerordentliche Gefühl der Schönheit eines Morgens. Das war es, Ende. Aber das Gehirn hat es als Erinnerung aufgezeichnet und dann sagt das Denken, ich hoffe, ich erlebe dasselbe Gefühl, dieselbe Begeisterung und Schönheit auch am nächsten Morgen. Warum sollte das Gehirn dieses Ereignis aufzeichnen? Es ist vorbei. Wenn es etwas aufzeichnet und sagt, ich will das morgen wieder haben, und dann die Schönheit des nächsten Morgens da ist, dann sehen Sie das nicht zum ersten Mal. Wir wollen auf etwas viel Schwierigeres eingehen, dass das Aufzeichnen der Freude ein Festhalten am Vergnügen ist. Und das ist nicht die Schönheit des Augenblicks.
Angst ist sehr, sehr tief im Menschen verwurzelt. Wo Angst ist, ist Dunkelheit. Und der menschliche Geist, inklusive Gehirn, hat immer mit Angst gelebt. Angst vor Einsamkeit, Angst vor Verlust, Angst, keine Sicherheit zu haben, Angst vor Liebe, Angst vor Bindung. Wir kennen das alle. Jeder Mensch hat diese tief verwurzelte Angst. Und der Geist hat immer damit gelebt. Wir nehmen das hin, wie wir auch Terrorismus hinnehmen in diesen Zeiten, so wie wir Diktaturen hinnehmen, Kriege, genauso wie wir die Spaltung in Stämme, in sogenannte Nationalitäten hinnehmen, die religiösen Trennungen. Wir nehmen das alles hin, weil wir nicht wagen, das in Frage zu stellen. Und wenn, dann haben wir Angst. Wir werden mit Angst geboren und wir sterben mit Angst. Das ist eine Tragödie. Wir haben uns nie gefragt, ob Angst völlig enden kann. Genauso wie Schmerz, wie eine Krankheit. Sie wissen, was man mit Krankheit macht, außer sie ist unheilbar. Aber wir haben nie gefragt oder untersucht, ob Angst völlig, vollständig aufhören kann. Stellen Sie sich diese Frage selbst. Auf diese Weise denken wir gemeinsam nach. Ich fordere Sie nicht auf, diese Frage zu stellen. Sie stellen sich diese Frage selbst. Hat man Angst vor oder um etwas? Oder ist Angst völlig verschieden vom Objekt der Angst? Man hat Angst vor der Dunkelheit, Angst, seine Arbeit zu verlieren. Man hat Angst, dass die Frau wegläuft oder der Mann einer anderen Frau nachläuft. Oder man hat Angst, allein zu sein. Und so ist es immer Angst vor etwas, wegen etwas oder um etwas. Richtig. Und gibt es Angst an sich oder ist sie immer an ein Objekt gebunden? Ist Angst angeboren, wie Blut, wie die Zellen, wie der Geruchssinn, das Hören, das Sehen? Oder ist das Wesen der Angst das Verlangen? Verlangen nach Sicherheit, Verlangen der Einsamkeit zu entfliehen, Verlangen etwas zu sein. Oder ist Angst etwas, das etwas nicht haben will, das vor etwas flüchtet, vor Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, aber so lange eigenständig existiert, wie es eine Bewegung der Zeit und des Denkens gibt. Angenommen, man hat Angst vor Einsamkeit. Die meisten kennen das. Wenn sie verheiratet sind und Kinder haben, solange sie zusammen sind, denken sie nie über Einsamkeit nach. Es gibt sie nicht. Aber wenn sie älter werden, ihre Kinder gegangen sind, fühlen sie sich auf einmal alt, einsam, unglücklich. Und das macht Angst. So wie man Angst vor dem Tod hat. Etwas, das in der Zukunft geschehen wird, nicht sofort. So weicht man dem Tod aus. Tod kommt vielleicht in ein paar Jahren, was Zeit bedeutet. Und da ist der Gedanke, dass ich sterben könnte. Ist also Angst eine Folge der Zeit? Oder ist Angst eine Folge des Denkens? Oder sind Zeit und Denken dasselbe? Man hat etwas in der Vergangenheit getan und man hat Angst davor, weil es nicht richtig war, nicht nett, nicht angenehm. Also hat man Angst davor, dass es wieder hochkommt und einen bedrängt. Die Erinnerung an ein unangenehmes Ereignis in der Vergangenheit ist also Festhalten an etwas, das vorbei ist, was eine Bewegung des Denkens ist. Und die Bewegung des Denkens ist eine Bewegung der Zeit. Ist also Angst eine Bewegung des Denkens und der Zeit? Müsste ich jetzt sofort sterben, dann ist da keine Angst, richtig? Es ist zu Ende. Also ist Angst Zeit. Sie müssen Zeit und Denken völlig verstehen. Dann hört Angst ganz auf. Was ist Zeit? Abgesehen von gestern, heute und morgen, abgesehen von der Zeit, die man braucht, um Sprachen zu lernen, Zeit, die man braucht, um eine Strecke zurückzulegen, Zeit als Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und als Dunkelheit, der Abend, das sind Tatsachen. Gibt es abgesehen davon noch Zeit? Offensichtlich. Ich werde sein. Ich werde erfolgreich sein. Jetzt bin ich es nicht, aber ich werde es sein. Ich bin ärgerlich. Gib mir Zeit und ich werde das überwinden. Es gibt also physische Zeit und geistige, psychologische Zeit. Und ich frage mich, ob es geistige, psychologische Zeit überhaupt gibt. Wir haben psychologische Zeit akzeptiert. Ich werde etwas werden. Etwas werden, Minister, Direktor, Politiker, was Hoffnung bedeutet.
Wir haben psychologische Zeit akzeptiert, aber sie könnte eine Illusion sein. Obwohl alle heiligen, religiösen Menschen, Philosophen sagen, dass man Zeit braucht. Zeit ist Wissen. Zeit ist ein Mittel, etwas zu erreichen. Geistig, psychologisch. Aber wir bezweifeln das. Wir stellen in Frage, dass das so ist. Es scheint so zu sein. Aber ist es auch wirklich so? Das heißt, ich bin es nicht, aber ich werde es sein. Diese Bewegung von was ist, hin zu dem, was sein sollte, das ist psychologische Zeit. Und wir glauben das, leben damit, akzeptieren es und es ist Teil unseres Wesens, unseres Geistes, Herzens und Gehirns. Ich stelle das in Frage und akzeptiere es nicht. Das heißt, gibt es das wirklich, psychologisch etwas zu werden? Das, was ist und das, was sein sollte. Was ist, ist Ärger, Eifersucht, Gier oder Einsamkeit. Und das Wegbewegen von was ist hin zu dem, was sein könnte, was sein sollte, das ist Zeit. Aber ist, was sein sollte, Wirklichkeit? Oder ist Wirklichkeit nur, was ist? Das, was sein könnte, geschieht vielleicht nie. Aber was ist, das ist tatsächlich. Es ist so. Wenn das so ist, warum bewegt sich der Geist weg von dem, was ist, hin zu dem, was sein könnte? Warum ist er unfähig, was ist, zu leben, zu verstehen, zu beobachten? Warum diese Bewegung weg vom was ist? Warum ist es in uns immer so, dass wir psychologisch nicht mit dem leben, was ist, nicht bei dem sind, was ist? Dabei ist das Wegbewegen von dem, was ist, Zeit. Wenn es also kein Wegbewegen gibt von dem, was ist, gibt es auch keine geistige, psychologische Zeit. Kann also der Geist nur bei dem bleiben, was ist, es halten, beobachten und sich in keine Richtung wegbewegen, weder horizontal noch vertikal, sondern bloß beobachten, was ist. In diesem Beobachten gibt es keine Zeit mehr. Tun Sie es und Sie werden es sehen. Das heißt, psychologische Zeit, die wir akzeptiert haben, wenn wir die genau untersuchen, ohne Reaktion und ohne Motiv, dann sieht man, dass nicht wichtig ist, was sein sollte, sondern das, was ist. Und beim Beobachten dessen, was ist, verschwindet das, was ist. Bewegt man sich aber davon weg, bleibt das, was ist, bestehen. Wegbewegen ist Energieverschwendung. Beobachten dagegen ist volle Aufmerksamkeit für das, was ist. Das ist Beobachten mit vollständiger Energie. Vollständige Energie ist vollständige Aufmerksamkeit. Und Unaufmerksamkeit ist die Bewegung weg vom Was ist. Lassen Sie uns zuerst über die Frage sprechen, ob Leiden jemals aufhören kann. Das war immer ein Problem für den Menschen. Nicht nur das persönliche Leiden, sondern das allgemeine universelle Leiden der Menschheit. Das Leiden des Einzelnen, wie auch der Menschheit, ist dasselbe. Das Leiden ist dasselbe, egal ob es das Ihre, meines oder das eines anderen ist. Das Leiden ist im Wesen allen Menschen gemeinsam. Deshalb ist es nicht Ihr Leiden, sondern das Leiden des Menschen. Ich weiß nicht, ob wir diese Aussage hinnehmen können, weil die meisten von uns individualistisch sind. Das heißt, unser Training, unsere Erziehung und Kultur macht uns zu Individuen, trennt uns voneinander, nicht nur biologisch, körperlich, sondern auch innerlich. Wir glauben, unsere Sorgen unterschieden sich von denen eines anderen, unsere Ängste, Leiden, Verzweiflung, seien persönlich, gehörten uns und hätten nichts mit denen der anderen zu tun. Diese individuelle Existenz wird von den Religionen bestärkt, die Einzelseele wird erlöst und so weiter. Jahrhundertelang wurden wir darauf konditioniert, dass wir voneinander getrennte Menschen sind. Ist das wirklich so? Und als getrennte, eigenständige Menschen meinen wir seien frei, könnten tun, was wir wollen, könnten diesem oder jenem Weg oder Guru folgen oder bestimmten Idealen und so weiter. Deshalb müssen wir zuerst hinterfragen, ob sie wirklich ein Einzelwesen sind. Oder ob es eine Illusion ist, die kontinuierlich aufrechterhalten wurde durch die Idee oder Erziehung, dass sie sich im Wesentlichen voneinander unterscheiden. Das Wort Individuum bedeutet ungeteilt, unteilbar. Aber wir sind nicht unteilbar, wir sind teilbar, gespalten, bruchstückhaft, leben ständig in Konflikt.
Wenn Sie den geistigen Zustand jedes Menschen untersuchen, so gibt es einen konstanten Faktor. Und dieser gemeinsame Faktor ist, dass alle Menschen schreckliche Zeiten durchleben. Deshalb sind sie kein eigenes psychisches Wesen. Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das zu erkennen oder dem zuzuhören, weil sie so konditioniert sind, weil die gesamte Kultur darauf beruht, individuelle Erlösung, Erlösung durch einen Heiland, individuelles Streben gegen die anderen etwas zu werden und so weiter. Wenn Sie also beim Zuhören diese Wahrheit erkennen, oder wenn Sie selbst durch Beobachtung herausfinden, Ihrer eigenen Konditionierung, dann entdecken Sie, dass es psychisch eins ist. Dann können wir miteinander über das Leiden der Menschheit sprechen. Die Menschheit sind Sie. Die Welt sind Sie und Sie sind die Welt. Sie unterscheiden sich vielleicht körperlich. Sie mögen weiße, rote oder gelbe Haut haben und so weiter. Wir sprechen also über das Leid des Menschen, das universelle Leid, das Leid jedes Menschen auf dieser Welt. Niemand scheint dem zu entgehen. Dieses Leid entsteht, wenn jemand anderes stirbt oder wenn ein Ziel nicht erreicht wird, wenn man keinen Erfolg hat, sei es in der sogenannten spirituellen oder in der materiellen Welt. Oder wenn man seine Arbeit verliert oder die Gefahr fürchtet, vollkommen einsam zu sein. All diese Faktoren tragen zum Leid bei. Tod, Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit und so weiter. Gebrechlichkeit sowohl physisch als auch psychisch. Was ist Leiden? Und warum nimmt der Mensch es hin? Kann man es willentlich beenden? Hat es eine Ursache? Wenn es eine Ursache hat, kann es beendet werden. Wir fragen, warum die Menschheit, Sie und andere, damit leben. Mit Angst, mit Konflikt, sowohl außen als auch innen. Warum leben wir damit und sind nie frei davon? Und wenn man sich bewusst ist, bewusst in dem Sinn, dass man sein tatsächliches Leid beobachtet, kein erfundenes Leid, sondern die tatsächliche Verzweiflung, die tatsächliche schreckliche Einsamkeit, das Gefühl des Mangels, die Hoffnungslosigkeit eines Lebens, das keinen Sinn hat. Sie erfinden vielleicht einen Sinn, aber wenn Sie wirklich beobachten, hat das Leben, wie es heute gelebt wird, keinen Sinn. Geht ins Büro, in die Fabrik, bis ans Lebensende, hin und wieder Urlaub. Und das ist unser Dasein. Ist Leid das Konzentrat, der Ausgangspunkt all unserer isolierenden Aktivitäten im Leben? Das ganze Leben lang, durch verschiedene Handlungen, Wünsche und so weiter, reduziert man die ungeheuer komplexe Lebensenergie auf ein schmales Gleis. Und dieses schmale Gleis ist das Ich, mein Kampf, meine Freude, mein Leid. Diese ungeheure Lebensenergie wird auf ein winziges Gebilde reduziert. Man ist sich all dessen nie bewusst, dieses Isolationsprozesses im täglichen Leben durch Ehrgeiz, durch Aggression, wenn man nur für sich etwas tut, seine eigenen Wünsche verfolgt. Das hat diese enorme Energie auf diesen winzigen Punkt reduziert. Und ist Leid ein Hinweis, dass dieses außerordentliche Gefühl der Trennung betont? Leid könnte ein Hinweis sein, dass Abhängigkeit und Bindung Korruption bedeuten und der Tod auch eine Form der Korruption ist. Wir decken langsam, Schritt für Schritt, die Ursache des Leidens auf. Wenn jemand stirbt, kommt es erst einmal zu einem körperlichen Schock. Und wenn der Schock vorbei ist, dann ist er dieses geistige, emotionale, psychische Gefühl von völliger, verzweifelter Einsamkeit. Ich erfinde dies alles nicht. Das ist unser Leben. Wenn wir nicht flüchten, vermeiden, sondern vollkommen bei der Tatsache dieses Gefühls der Isolation bleiben, anstatt davor wegzulaufen, können wir vollkommen aufmerksam bei der Tatsache bleiben, dass wir durch verschiedene Aktivitäten diese ganze Isolation verursacht haben. Das Beenden des Leides ist nicht in dem Augenblick, da wir jemanden verlieren, verstehen Sie, oder keine Erfüllung finden, oder nicht mehr versuchen, etwas zu werden, die Erfolgsleiter hinaufzuklettern, sei es spirituell oder weltlich. Es liegt auch nicht in dem Augenblick, wenn jemand stirbt, den Sie gemocht oder geliebt haben oder dessen Freund Sie waren. Leid entsteht nicht in diesem Augenblick.
Es begann schon lange davor in dem Sinn, dass alle ihre Handlungen diese Isolation verursacht haben, der sie sich nicht bewusst sind, die wir für normal halten. Leid könnte der Hinweis auf etwas sein, das sie getan haben. Kann also dieser Isolationsprozess enden? Nicht im Augenblick des Todes und indem man den Tod versteht und so weiter, sondern die Ursache dieses Isolationsvorgangs? Ist die Ursache dieses Isolationsvorgangs die Idee, ich bin ein Einzelwesen, ich bin nicht der Rest der Menschheit, ich bin verschieden, ich werde durch mein eigenes Bemühen erlöst, durch meine eigene isolierende Suche, meine isolierende Aktivität? Das ist der Anfang. Kann diese Ursache, die der Anfang ist, da enden? Gibt es also eine Handlung? Eine Handlung, die nicht aus Verlangen entsteht? Ist Liebe Verlangen? Sagen Sie nicht Nein. Es ist zu leicht, Nein zu sagen. Aber das Wesen des Verlangens zu entdecken und zu verstehen, mit all seinen Bildern, und mit diesen Bildern Schluss zu machen, dazu muss man erkennen, dass Verlangen nicht Liebe ist. Und Vergnügen, sei es in der Suche nach Gott, im Dienst an der Gesellschaft oder in der Hilfe für andere. Im Grunde genommen ist das alles das Streben nach Vergnügen. Aber Vergnügen ist keine Liebe. Oder ihr sexuelles Vergnügen. Das Vergnügen, jemand in der Welt zu sein. Das Vergnügen, im Inneren etwas erreichen zu können, indem man an einer bestimmten Erfahrung festhält, die durch Drogen entstanden ist, durch Alkohol, durch die hypnotische Erscheinung ihres Gurus. Eine Erfahrung zu haben und an ihr festzuhalten, das bereitet Vergnügen. Ist das Liebe? Ein Geist, der in Leid lebt, kann nie frei sein. Und nur der Geist, der vollkommen frei von Leid ist, kann wissen, was Mitgefühl ist. Ein Akt des Mitgefühls ist ein Akt der Intelligenz. Mit dem Wort Intelligenz meinen wir nicht die intellektuelle Fähigkeit zu urteilen, zu unterscheiden, logisch zu denken, abzuwägen. Das alles sind Fähigkeiten des Intellekts. Der Intellekt hat seine eigene Intelligenz. Wir sprechen aber über eine ganz andere Art von Intelligenz. Die normale intellektuelle Intelligenz haben wir mehr oder weniger alle, weil wir angeblich gebildet sind, Bücher lesen, gewandt im Argumentieren sind, einer Meinung eine andere entgegenhalten können und so weiter. Aber am Mitgefühl selber hat der Intellekt wenig Anteil. Mitgefühl entsteht, ohne dass sie es einladen. Es entsteht, wenn das Leiden endet. Das Ende des Leidens ist der Beginn der Weisheit und daher Intelligenz. Aber sie tun es nicht. Mitgefühl geht einher mit Intelligenz und Weisheit. Es ist die eigentliche Natur der Intelligenz. Mit dieser Intelligenz können sie vernünftig und logisch argumentieren. Liebe, Mitgefühl und das Beenden, das ist der Tod. Sehen Sie, Ihr Geist ist nicht schnell genug. Sie wollen immer Erklärungen. Wir erkennen nicht sofort die Schönheit dieser Aussage. Wir werden jetzt untersuchen, was der Tod ist. Haben Sie auf natürliche Weise mit etwas aufgehört, das Ihnen Freude bereitet? Sie hören leicht mit etwas auf, das schmerzhaft ist. Aber hören Sie mit etwas auf, das Ihnen großes Vergnügen bereitet, ohne Motiv, ohne Willensanstrengung? Aufhören. Und der Tod ist das Aufhören. Finden Sie während Ihres Lebens heraus, das sogenannte Leben, mit seiner ganzen Mühsal, ob Sie etwas beenden können, freudig, leicht, ohne jeden Konflikt. Wenn Sie es nicht tun, und dies ist keine Drohung, weil das absurd wäre, werden Sie natürlich Angst vor dem Tod haben. Was ist dieser Tod, vor dem die Menschen solche Angst haben? Jeder möchte fortbestehen, weitermachen. Kontinuität ist das Gewesene, das in modifizierter Form andauert. Es ist immer der gleiche Vorgang. Das Gewesene wird modifiziert und besteht weiter fort. Das ist unser Leben, die Jobs, die Konflikte, Kriege, das Elend. Und daran klammern wir uns. Was bedeutet, wir hängen an unserem Bewusstsein. Ihr Bewusstsein ist das Bewusstsein der Menschheit. Und der Geist oder das Gehirn klammert sich daran, weil das Sicherheit gibt. Es hat Angst, loszulassen, weil sie nicht wissen, was geschehen wird. Sie sehen also, eines der Elemente im menschlichen Bewusstsein ist Bindung. Das ist unser Hauptkonflikt. Die Idealisten, die gläubigen Leute, die Erfahrung gemacht haben und daran festhalten.
Das ist der Inhalt unseres Bewusstseins. Ganz gleich, ob Sie Wissenschaftler sind, Psychologe, ein Guru oder der letzte Papst. Nehmen Sie so ein Element in diesem Bewusstsein, welches Bindung ist, etwas Tatsächliches, Persönliches, und finden Sie heraus, ob es beendet werden kann. Kämpfen Sie nicht, verstehen Sie? Beenden Sie es. Sie können mit dem Tod nicht streiten. Können wir etwas weggeben, das wir wertschätzen? Gibt es ein Fortbestehen von mir, dem Ego, das Ich? Ich sterbe durch eine Krankheit, hohes Alter, einen Unfall. Was ist dieses Etwas? Was ist dieses Du? Ist es etwas Wirkliches? Oder ist es etwas, das zusammengefügt wurde? Das, was zusammengefügt wurde, kann rückgängig gemacht werden. Was das Denken zusammengefügt hat, ich bin K, ich habe dies, ich bin das, ich bin populär und so weiter, all das hat das Denken zusammengefügt. Das Denken, welches das Bild von mir, dem Ich, erschaffen hat. Das Ich ist sein Bild und steht im Gegensatz zu Ihrem Bild. Bitte folgen Sie logisch, das ist so. Diese Sache hat also das Denken zusammengefügt. Und wenn das Denken aufhört, löst sich die zusammengefügte Sache natürlich auf. Kann ich also, bevor ich sterbe, während ich lebe, diese Sache auflösen? Nicht am Ende, das ist zu billig. Das betrifft uns alle, der Tod. Er ist etwas sehr Alltägliches. Diese Sache, die das Denken zusammengefügt hat, als Kultur, als Namen, als Charakter, das Bild, welches das Denken ein Leben lang aufgebaut hat, dieses Bild ist das Bewusstsein. Dieser Bewusstseinsinhalt kann beendet werden, während ich lebe. Das heißt, ich sterbe, während ich lebe. Man wartet nicht, bis der Tod am Ende des Lebens kommt, sondern lebt mit dem Tod, der das Beenden ist. Und wenn dies beendet wird, gibt es enorme Energie. Wird also das eine beendet, die Ursache des Leids, dann ist das andere da. Und bei diesem Beenden kommt Mitgefühl und mit ihm Intelligenz. Wenn man noch viel weiter geht, noch viel weiter eindringt, dann ist das der Beginn der Meditation. Wenn man ein Bild hat, glaubt man zu wissen. Aber Sie kennen weder mich, noch Ihre Frau, noch Ihren Mann, noch Ihren Freund. Aber mit einem Bild glauben Sie, etwas zu wissen. So schafft das Wissen durch das Bild Wohlbefinden, Sicherheit und so verfallen allmählich Gehirn und Geist. Denn dann wird man träge, man gibt sich zufrieden, man stellt nie das Bild selbst in Frage, man zweifelt das Bild niemals an. Die Gesellschaft erschafft jeder von uns. Sie ist nicht das Produkt von Unbekannten aus ferner Vergangenheit oder von einem übermenschlichen Gott. Die Gesellschaft, in der wir leben, erschaffen wir Menschen durch Ehrgeiz, Gier, Konkurrenzkampf, dauerndes Abmühen, durch Eitelkeit und Aggression und so weiter. Die Gesellschaft ist also, was wir sind. Deshalb ist wichtig zu verstehen, solange wir uns nicht radikal ändern, leben wir in einer kaputten Gesellschaft. Und dieser Verfall birgt Gefahren, zum Beispiel Terrorismus, Kommunismus und alle spaltenden Faktoren der Gesellschaft. Bitte passen Sie auf. Es ist Ihr Leben. Kann man dieses Leben leben, ohne ein einziges Bild zu haben? Das heißt, gibt es auch Sicherheit jenseits der Bilder? Kann man sich wohlfühlen? Kann man psychisch unverwundbar sein? Gibt es so einen Zustand von vollkommener Sicherheit? Keine Sicherheit durch Denken, Bilder, Symbole, durch Schlussfolgerungen und Ideale. Denn die geben keine Sicherheit, sondern nur die Illusion, sicher zu sein. Ist es möglich, dass das ganze Bewusstsein radikal verändert wird? Unser Bewusstsein besteht aus seinem Inhalt. Unser Bewusstsein ist unser Glauben, unsere Wünsche, unsere Ängste, Befürchtungen, Vergnügungen, unsere Götter. Das alles ist unser Bewusstsein. Und wir leben und funktionieren innerhalb dieses Bewusstseins. Ich sage nichts wirklich Neues. Vielleicht klingt es fremd, weil Sie es zum ersten Mal hören oder Sie sich noch nicht intensiv genug damit befasst haben. Sie können das Gesagte anzweifeln, aber was ich gesagt habe, ist, was Sie sind. Wenn Sie anzweifeln, was Sie sind, das heißt Ihr Bewusstsein, und das Bewusstsein ist sein Inhalt,
Und wenn Sie das anzweifeln und es in Frage stellen, dann vielleicht kann der Geist über das Bewusstsein hinaus gelangen. Wir sprechen miteinander. Wir stellen keine Gesetze auf. Wir weisen auf natürliche Gesetzmäßigkeiten hin. Auf das Gesetz, was eine Ursache hat, hat auch ein Ende. Sie können daran zweifeln, so viel Sie wollen, oder aber es untersuchen. Sie können es überprüfen, hinterfragen und dann entdecken, dass es eine Tatsache ist. Entweder hören Sie so aufmerksam zu, dass Sie Sinn, Bedeutung und Konsequenzen sofort erfassen, oder Sie wollen Erklärungen haben. Und wenn Sie von Erklärungen abhängen, sehen Sie, was in Ihrem Geist geschieht. Wenn Sie mit Erklärungen zufrieden sind, dann geben Sie sich mit Worten zufrieden. Das heißt, Sie übernehmen nur eine intellektuelle Regung. Etwas anderes ist es, wenn Sie das Wesen Ihres eigenen Bewusstseins untersuchen, dass das Bewusstsein der Menschheit ist. Bitte verstehen Sie diesen Punkt. Es ist nicht Ihr Bewusstsein. Denn wenn Sie ins Ausland reisen, nach Indien, zu all den Gurus und Priestern, dann sehen Sie, dass alle dieses Bewusstsein als gemeinsame Basis haben. Das Leiden, die Ansprüche, die Eitelkeiten, der ewige Drang, die Leiter zu erklimmen. Die Leiter zum Himmel oder die Leiter des materiellen Erfolges. Dieses Bewusstsein ist also das gemeinsame Bewusstsein der ganzen Menschheit. Zweifeln Sie, hinterfragen Sie, prüfen Sie es, aber lehnen Sie es nicht einfach ab. Wenn Sie aber fragen, ist das so, gehen alle Menschen durch ähnliche Ängste, ähnliche Bestrebungen, ähnliche Depressionen. Vielleicht etwas unterschiedlich, aber Depression bleibt Depression, Angst bleibt Angst. Es ist vielleicht westliche oder östliche Angst, aber es bleibt ein Gefühl der Angst, der Unsicherheit, Verzweiflung. All das ist der ganzen Menschheit gemeinsam. Nun fragen wir, ob dieser Inhalt sich vollständig entleeren kann. Wenn nicht, dann sind Sie gefangen in den alten Mustern des Daseins mit seinen Qualen, Grausamkeiten, Eitelkeiten und Gefahren. Wenn Sie das ernsthaft untersuchen wollen, dann können wir das zusammen durchsprechen. Das ist Meditation. Man kann sich also bis zum letzten Kapitel und letzten Wort selbst studieren. Das erfordert Aufmerksamkeit, Beobachtung, keine Analyse. Einfach zu beobachten, was vor sich geht, ohne der Beobachtung eine Richtung zu geben. Diese dauernde Achtsamkeit gegenüber Ihren Reaktionen, Ihren Reflexen, Ihrer Eitelkeit, gegenüber Ihrer Aggression. Spielen Sie einfach damit. Wenn Sie sich humorvoll, spielerisch beobachten, lernen Sie weit mehr. Sie beobachten weit mehr, als wenn Sie sich bemühen und sagen, ich muss mich selbst erkennen. Und es ist notwendig, dass der Geist und das Gehirn und Herz von allen Illusionen frei sind, ehe Sie anfangen zu meditieren. Das ist offensichtlich. Wenn man frei ist von jeder Bindung, von jeder Autorität, von allen Illusionen, Bildern, Schlussfolgerungen, in welchem Zustand ist dann Ihr Geist? Finden Sie es heraus. Es ist Ihr tagtägliches Leben. Wir haben so viel Angst, nichts zu sein. Unsere Kultur, unsere Erziehung, alles sagt, sei jemand. Und wenn das Bewusstsein mit seinem ganzen Inhalt leer ist, dass das möglich ist, zweifeln Sie das an. Das sind Sie selbst. Zweifeln Sie Ihre Eitelkeit an. Warum Sie eingebildet sind, warum Sie an einem Glauben festhalten, an einer vergangenen Erfahrung festhalten, an vergangenen Erinnerungen. Und wenn der Geist frei ist, das heißt auch, wenn die ganze Mühsal weg ist, was ist dann da? Wenn Sie das Rauchen aufgeben, ohne mit einer anderen Form des Rauchens weiterzumachen, wenn Sie das Rauchen beenden oder eine angenehme Gewohnheit oder wenn Sie Bindung beenden, was ist dann da? Haben wir davor Angst? Ich bin an dich gebunden. Wenn ich das beende, was bin ich dann? Wenn ich also etwas beende, meine Eitelkeit, meine Schlussfolgerungen, mein ewiges Verlangen, wenn ich das alles beende, was geschieht? Bitte tun Sie es. Beenden Sie jetzt Ihre spezielle Bindung. Sagen Sie, für diesen Moment wenigstens will ich von Bindung frei sein. Was geschieht dann im Geist? Da ist eine gewisse Freiheit, wahr? Und ein Gefühl der Leere. Wenn Sie an etwas hängen, beenden Sie es. Sagen Sie nicht, warum sollte ich das beenden? Das habe ich alles erklärt.
Denn die Konsequenzen der Bindung sind Angst, Furcht, Eifersucht, Verletzung, Isolation. Das ist eine Tatsache. Daran muss man nicht zweifeln. Vergeuden Sie keine Zeit. Es lohnt sich nicht. Es ist so. Und beenden heißt, das Denken hat nur noch die Regung, sich selbst zu beenden. Es erfordert enorme Aufmerksamkeit. Es erfordert tiefes Erforschen des eigenen Inneren. Dadurch bekommen Sie dieses enorme Gefühl für Ordnung. Das bedeutet keinerlei Konflikt mehr. Wenn Sie dahin gekommen sind, dann können wir uns damit befassen, was Meditation ist. Ohne diese Liebe, ohne dieses Mitgefühl, ohne diese Freiheit, die auch Intelligenz ist, ohne all das können Sie nicht meditieren. Sonst spielen Sie mit etwas Gefährlichem, das wertlos ist. Haben Sie kein Verlangen, keinen Willen, keine Ideale, Illusionen oder Bilder. Der Geist muss vollkommen frei sein. Dann kommt Liebe, die unvergänglich und unbestechlich ist. Denn Liebe ist nicht Bindung. Dann können Sie anfangen zu meditieren. Dann ist Meditation die einfachste Form der Beobachtung. Reine, unverfälschte Beobachtung. Das heißt, der Geist kann nur beobachten, wenn er vollkommen ruhig ist. Sie haben so etwas noch nie gemacht, deshalb sind es nur Worte, Theorien. Um so rein zu beobachten, muss der ganze Organismus und die psychische Struktur vollkommen still sein, nicht kontrolliert. Sobald sie sich kontrollieren, entsteht ein Konflikt. Das ist alles so klar. Der Konflikt muss deshalb aufhören. Und das heißt, und das ist eine gefährliche Aussage, bitte sehen Sie, wie sie gemeint ist, das heißt absolut keine Kontrolle. Beim Kontrollieren gibt es immer zwei Dinge, den Kontrolleur und das Kontrollierte, das, was der Kontrolleur selbst geschaffen hat. Ich kontrolliere mein Verlangen. Etwas kontrolliert das, was man Verlangen nennt, und so gibt es eine Spaltung, ein Kontrolleur und das Kontrollierte. Und wo Spaltung herrscht, muss es einen Konflikt geben. Sie sagen, heute habe ich die Kontrolle verloren, aber morgen wird das anders. Und Sie sorgen dafür durch Willenskraft oder Unterdrückung. Um also ohne jeglichen Konflikt zu leben, darf es keinerlei Kontrolle geben. Sehen Sie, welche Schönheit das hat. Machen Sie das. Dann ist der Geist absolut still. Es gibt verschiedene Arten der Stille. Ist der Zug vorbeigefahren, gibt es eine bestimmte Stille. Es gibt Stille, wenn das Denken sagt, ich muss still sein. Das ist eine andere Art von Stille. Es gibt Stille zwischen zwei Geräuschen. Schließlich ist Musik die Stille zwischen zwei Geräuschen. Und es gibt die Stille des Waldes. Und diese Stille wird nicht vom Denken herbeigeführt. Es ist eine absolute Stille, keine relative. Und wenn der Geist an diesen Punkt kommt, gibt es dann irgendetwas Heiliges im Leben? Ich spreche nicht über Stille. Ich frage, gibt es etwas Heiliges in unserem Leben? Nicht vom Denken erschaffen. Der Mensch hat immer versucht, etwas jenseits von Zeit und Denken zu finden. Und beim Suchen verfängt er sich. Es gibt zu viele Fallen und Versuchungen. Und daher fragen wir, ob der Geist, der von all dem frei ist und deshalb diese unermessliche Fähigkeit zum Mitgefühl hat, die zur Intelligenz gehört, gibt es irgendetwas Heiliges? In der Meditation, in der absoluten Stille von Geist und Herz, wenn Sie vollkommen frei sind, entdecken Sie es selbst. Diese Freiheit offenbart Ihnen durch Ihre reine Beobachtung, ob es das gibt, was unsterblich, grenzenlos, jenseits von Zeit und Raum ist. Sie werden es herausfinden. Es liegt für jeden Geist bereit, der fähig ist, es zu erfahren.